Ja, das ist ja interessant, aber ich ahne, dass. Oh, der leuchtet aber ganz schön. Ich kann sich nicht wissen, meine. Das ist quasi ein Leuchtner, oder? Also, ich meine, der ist ja wirklich nicht mehr viel von ihnen da. Und warum ist der noch nicht durchgedreht? Erste-Hilfe-Kasten, ob ich das hier mal so eben plündern kann? Versteckt, juhu! Meine Erste-Hilfe-Kasten, da bin ich mal. Nein, falsche Taste. Ich wollte doch. Ich wollte mich gerade wundern, warum ich kein Karma verloren habe, aber jetzt. Hier oben steht das typische Computer-Equip rum, was man so kennt. Und Computer, Computer, Computer. Mitarbeiterterminal. Es findet doch. Wer bist du doch? Bist du wichtig? Nö, Anhängerin. Ach hier, Chris Hafer, Mann. Nerven Sie Jason. Na gut. Nee, ich muss dann wieder los. Der sieht so ein bisschen nach Wissenschaftler der alten Schule aus, muss ich sagen. Oh, Rataway. Also für Rataway bin ich ja durchaus bereit, ein bisschen Karma zu verlieren, weil. Für Red X eigentlich auch. Weil für Antistrahlenmittel. Für Antistrahlenmittel ist es immer nicht schlecht, ein paar zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Gemeinschaftsküche. Was hier wieder das Schönes zu lesen gibt. Gemeinschaftsküche, bla bla bla. Hallo alle miteinander, bitte vergessen Sie nicht, die Küche ist ein Privileg. Bla bla bla, hatten wir schon. Was? Moment, da stand noch was. Bitte vergessen Sie nicht, im Kühlschrank zurückgelassene Nahrungsmittel ohne Datum werden jeden Freitagabend weggeworfen. Versehen Sie Ihre Sachen daher mit dem Datum. Willkommen bei Robco, bla bla bla, das hatten wir alles schon. Na gut, das ist jetzt nicht so interessant, wie ich dachte. Oder gehofft habe. Ja, stehlen. Werkzeugschrank. Ja, gut, das ist ein bisschen Red X, mache ich jetzt keinen Fass auf und lasse es einfach liegen. Ja, dann müssen wir jetzt ja wahrscheinlich gleich demnächst mal in den Keller und hier irgendwelche lustigen, unsichtbaren Viecher niederschießen. Und ich ahne, wenn ich. Also, ich habe ja relativ viele Stealth Boys gefunden. Ich könnte mich auch selber unsichtbar machen. Das Problem ist bloß, ich glaube, der Stealth Boy hört auf, nachdem ich einmal geschossen habe. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war so. Man musste sich nämlich mal in Fallout. Oh, zur Webcom-Startplattform? Okay, ich weiß, wie sie wegkommen wollen. Raketen. Raketen, wie langweilig. Nun gut. Bei Jason ist es vielleicht die Willensstärke, dass er nicht verrückt geworden ist. Ja, das wäre eine Idee. Soll ich die mit. Na. Oh oh. Burn, du kannst da alles plündern, nachdem die lange Reise angetreten haben. Ah, na gut, dann machen sie das ja auch. Es ist wirklich ein bisschen dolle Finster hier unten, muss ich sagen. Also ich denke mal, die lange Reise gibt eine Rakete, die sie damit endet, dass sie irgendwo aufschlagen und sterben. Wie das normalerweise bei Fallout mal ist. Kennt man ja, ist ja nicht immer das Schönste hier in Fallout. Also vom Positiven her. So, ich speichere dann nochmal eine Runde ab. Aber wenn ich mich. Oh, noch mehr Brameln. Also, wenn einer von denen auch mal eine vernünftige Waffe dabei hat, nicht nur so eine Betonkeule. Oh, die scheinen ganz schön kräftig zu sein. So, hier geht es anscheinend runter in den Keller. Was ist das hier? Eine Ashpile? Na, super. Habe ich gerade. Nein, ich habe die Stahlbetonkeule mitgenommen. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich dauere. So, habe ich noch was ich reparieren kann, um ein bisschen Platz zu sparen? Ja, ich habe 2 9mm Pistolen. Hervorragend. Gut. So, schauen wir doch mal. Repcon Basement. Die Willensstärke. Ah, der strahlt mich auch gar nicht voll. Fällt mir gerade so auf. So, ich speichere den nochmal ab. Oh, das sieht hier schon wieder so ein bisschen nach Vault-Türen aus, muss ich sagen. Muss ich sagen. Ich sag mal andauernd, muss ich sagen. Vielleicht mal ein bisschen schleichen. Na toll, ich bin versteckt. Ach so, ich kämpfe ja gegen unsichtbare Gegner. Das ist natürlich auch super. Ganz ehrlich, also. Ich wollte schon mal gegen unsichtbare Gegner kämpfen. Die man nur am Flimmern in der Luft erkennt. Das ist am helllichten Tag deutlich besser als in der Nacht. Jetzt hab ich dich. Hä? Nee. Mein größtes Problem ist, dass ich gerade gar nichts sehe, also nicht mal ein Flimmern. Ich ahne, es kommt hier gleich der Faustschlag aus dem. Nein, nee, nee! Na. Na komm. Ja, genau, musst du nicht kämpfen. Muss ich nicht? Hab ich jetzt aber, der erste ist tot. Weil jeder immer wegtankt hier. Kann ich auch mit dem reden? Ich speichere nochmal ab. Ich meine, die Plasma-Munition ist mir sowas von egal. Möchte ich wirklich mit mir reden? Wir haben einen Besucher? Eher ein Attentäter. Ich sage, töten, Händler. Zur Sicherheit. Hä?
Okay, Edler. Ich frage. Hallo, Mensch. Was willst du hier? Ich bin wegen der... gleich beim ersten Mal, Adonis. Ich bin gekommen, um dich zu töten. wer ist denn Endler? Wer ist Endler? Wer ist Endler? Endler, der Mensch fragt nach dir. Was soll ich sagen? Gut, ja, natürlich. Nicht wichtig für dich, wer Endler ist. Endler will, dass du mit mir redest. Alles klar. Ist Endler dieser Brahmenschädel da drüben? Das frage ich mal besser nicht, sonst steckt er mir gleich den Kopf ein mit seiner Rohrdingens da. Wer bist denn du? Ich diene Endler. Aber vor Endler... Früher Captain. Nachname Davison. Vorname vergessen. Captain Davison? Habe Nachtvolktruppe befehligt. Elitetruppe des Meisters. Oh, der Meister. Ehre, sehr stolz. Irgendwas dann passiert. Wir in Wüste gewandert. Leben ohne Meister. Hart. Verstand der anderen wurde komisch. Verrückt. Aber dann ich neuen Meister für uns gefunden. Endler gefunden. Seit damals alles gut laufen. Ah, ich verstehe. Also der Meister ist das Fallout 1. Das war irgendein Typ, der mal irgendwie 7 Monate lang in so einem komischen Fass mit dem... Oh, wie hieß denn dieses Scheißzeug? Das verwandelt auf jeden Fall Menschen in Mutanten. Zwar nicht unbedingt schnell, aber es tut das halt. Und der Meister, der hat sich halt sehr... Der bestand irgendwie aus 3 Leuten. Also Fallout 1, das ist ewig her. Ich habe mir das auch nur angelesen. Und der hat halt auch seit, der wollte halt die ganze Welt mit Mutanten überschwemmen, weil das ganz toll gewesen wäre. Und der hat man halt in Fallout 1 gesprengt, mitsamt seiner Militäranlage. Ich werde dich wohl töten müssen. Ich muss mich auf den Weg machen. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin wegen der Ghule umgekommen. Ein Mensch, der mit Ghulen befreundet ist? Verdächtig. Du meinst die, die oben sind? Endler hat Sprechanlage benutzt und ihnen befohlen, dort zu bleiben. Aber sie wollen trotzdem runterkommen? Das kann ich nicht zulassen. Meine Sippschaft ist nicht richtig im Kopf, so wie ich. Greifen dich sofort an. Ghule auch. Sind verrückt. Deine Ghul-Freunde müssen warten, bis du gefunden hast, weshalb Endler uns hergebracht hat. Okay, das klingt, vielleicht kann ich helfen. Gut. Endler hat uns nicht umsonst hierher geführt. Warum gleich nochmal, Endler? Genau. Stück Papier. Rechnung von Lieferung. Viele 100 Stealth Boys vor langer Zeit hierher geschickt. Aber Stealth Boys müssen in Raum sein. Wir noch nicht durchsucht Raum, den nicht durchsuchen können. Okay. Achso, der Virus heißt übrigens FEV heißt das Zeug. Ich werde für dich, ist Enter dieser Brahmenschädel davon? Ich habe ein paar Stealth Boys, über die ich entbehren könnte. Ne, erstmal nicht. Okay, jetzt weiß ich, warum die unsichtbar sind. Warum nicht? Ein Ghoul. Aber nicht Macho-Ghoul wie andere. Dieser Ghoul, stark. Ich geglaubt, Endler mir befohlen, Sippe in diesen Raum schicken. Aber 3 gestorben. Ghoul, Meisterschütze und stellt Fallen. Aber ich mich verhört und Endler falsch verstanden. Habe die Tür versperrt, damit Sippe draußen bleibt und gewartet, was Endler befiehlt. Dann du gekommen. Endler sagt, du bist die Lösung. Na geil, na gut, ich muss mich dann mal auf den Weg machen. Danach. Nein! Endler sagt, du bist die Lösung. Und darfst nicht herumschleichen. Das gibt Ärger. Mach, was Endler sagt. Oder spüre seine Hörner. Deine Entscheidung. Okay, was soll ich denn tun? Ich möchte jetzt endlich das da fragen, aber ich traue mich nicht, ohne vorher zu quicksave. Das heißt, ich muss hier aus dem Dialog raus. Okay, was soll ich machen? Habe dir schon gesagt, Endler will, dass Nachtvolk alle Stealth Boys in schlechtem Raum lagert. Raum mit Ghoul. Okay, ich werde, wenn ich, hier genau. Ja, Endler sagt, wir hier verschwinden, sobald Stealth Boys haben. Ich gebe dir Schlüssel. Endler mir befohlen, Tür zu versperren. Ghoul rechnet nicht mit Menschen. Schießt vielleicht nicht auf dich. Vielleicht doch. Wer weiß. Okay, dann kann ich jetzt mal kurz abspeichern. Kann ich jetzt vielleicht endlich mal... Endler singt für Stealth Boys. Hast du sie gefunden? Ich habe ein paar, aber die gebe ich dir nicht. Mann! Ach scheiße, jetzt kann ich nicht nochmal mit den... Was ist, wenn... Was? Ede? Wo ist denn mein Roboter eigentlich schon wieder hin? Ede. Oh nein. Nein, Ede! Ich habe echt Angst, dass der mir irgendwie verreckt ging. Irgendwas... Was, wo ist der denn? Ich sagte, das Vieh ist so aggressiv.
Oh Gott. Diesmal sieht es echt nicht gut aus. Ich sollte vielleicht auf den Kopf schießen oder VATS benutzen. Oh oh. Oh, machen die viel Schaden. Das kann ich aber gleich nochmal laden. Ja, kann ich auch. Alter. Ja, aber das ist voll doof. Ich will Edi auch nicht verlieren und ich ahne, dass Edi irgendwann sterben wird, wenn er hier... Warum ist der so aggressiv? Der kann mir keiner erzählen, dass das die passive... Ich kann den Schädel übrigens nicht nehmen. Ich muss trotzdem jetzt irgendwie mein Edi retten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es anstelle, aber es muss irgendwie gehen. Na. Ich glaube, ich bin im falschen Raum, ne? Nein! Lass doch draußen warten, Burn. Scheiße. Da kommt ja noch einer. Oh Gott, ich bin sowas von tot. Ja, verdammt. Na gut, ich glaube, das können wir dann nochmal richtig laden. Und zwar so, das automatische Speichern hier vor der Tür. Und ich lasse ihn jetzt einfach genau da warten. Dann klicke ich mich jetzt noch kurz durch den Dialog durch. Bitte warten. Auf Distanz halten, Nahkampf, aggressiv sein. Nein, eben nicht aggressiv sein. Gott, Pack benutzen, hier warten, genau. So. Ich hoffe, der greift jetzt trotzdem nicht ein. Dann hoffe ich aber bloß, dass ich die Dings trotzdem tot kriege alleine. Das ist natürlich echt ärgerlich, dass ich mich jetzt nochmal den kompletten Dialog nochmal neu durchklicken darf. Ich hätte vielleicht die Tür zumachen sollen. Ich könnte natürlich auch einfach mit ein Stealth... Warte mal, das mache ich auch so. Aber ich habe doch jetzt genug von diesen Stealth-Boys. Ich benutze jetzt einfach mal einen. Die wiegen nämlich auch 4 Kilo, die Dinger. Chance of being detected by an enemy while they active, whatever, bla bla bla, ist X. Es gibt das Stealth Armor, Implantate. Bla bla bla, Cloaking Devices, Provisional Device, where we recover your overtime, also Stealth. Sie may require an additional summon, bla bla bla. So. Ich schleiche dann hier einfach mal durch bis zum Dings, in der Hoffnung, dass ich dann nicht entdeckt werde und den Rest auch so ganz friedlich machen kann. Oh, es hält aber relativ lange an, wenn ich das Zeichen da oben richtig deute. Kann ich damit auch Türen öffnen? Kann ich. Händler? Ja. Es klingt nämlich, ich bin wegen, ja, bla bla bla. Bla bla bla. Vielleicht muss ich mich auf den Weg machen. Ich muss ich hinter dieser Bram. Nein, 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 nein. Ich bin wegen der Gule, bla 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 bla. Vielleicht kann ich helfen, bla 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 bla. Wie kann der, das habe ich auch schon gefragt. Ich weiß, ich muss mich. Ja. Scheiße, ich bin da geschossen. So, den nahen Raum nach der Selbstbelieferung durchsuchen, die das Nachtwirk möchte. Na toll. Gut, so, das ist ja hoffentlich wahrscheinlich die letzte Tür. Oh, nee, ist sie nicht. Ich weiß leider auch gerade gar nicht so richtig, wo ich hin muss. Ewig hätte das Deathboy hier leider auch nicht, sehe ich gerade. Also gar nicht mehr so lange, wie man sich das eventuell wünschen würde. Es muss geradeaus den Gang und dann rechts, alles klar. Ich hoffe mal, dass meine Unsichtbarkeit... Na, wenn ich einen Raum mit Stealth-Boys finde, dann könnte ich aber eventuell meine Vorräte wieder auffüllen. Allerdings, wie gesagt, 4 Kilo das Stück, ne? Ist jetzt doch relativ schwer, so ein gutes Stück. Oh, da liegt ein Toter schon mal vor der Tür, das ist ja schön. Also machen die sich auch nur mit technischen Hilfsmitteln unsichtbar, das Nachtvolk. Ich dachte erst, die können da so wie von Haus aus. Oh, da ist er. Komm und hol's dir, du großes, dummes. Harland. Ja. Sie sind ja keins von diesen Dingern da draußen. Wer zum Teufel sind sie? Oh, 1 Kilo das Stück, Burn. Das ist das Gesamtgewicht. Oh, ja, stimmt. Und, Jason hat sich mit den Dämonen auf... Und er hat ihnen sicher erzählt, dass es der Wille des Schöpfers ist, dass sie ihren Arsch riskieren und nicht er seinen. Stimmt's? Ja, das kommt so hin. Mal viel Glück dabei. Ich würde ja helfen, aber nein, danke. Ich sehe zwar aus wie eine Leiche, bevorzuge aber das Leben. Ah, ja. Ja, wie bist du hier hingekommen? Zunächst einmal sitze ich hier nicht in der Falle. Das war eine taktische Entscheidung. Klar, ich bin den Biestern da draußen nicht gewachsen. Also habe ich meine gute Verteidigungsposition gesucht. Und die verteidige ich auch gut, oder? Ja. Ach, wen verarsche ich denn? Ich sitze in der Falle. Harland, der Name. Freut mich, Sie kennenzulernen.
Um es zusammenzufassen, ich begleitete einige Leute zur Arbeit hier runter, als diese Dinger plötzlich angriffen. Der Großteil des Kampfes fand oben statt, aber einige Leute gerieten in Panik und rannten in Richtung Keller. Wie sich herausstellte, waren da unten noch mehr dieser Biester als oben, also ging die Sache schnell in die Hose. Ich konnte die anderen nicht finden, also zog ich mich in diesen Raum zurück und richtete eine nette kleine Todeszone ein. Ende der Geschichte. Na geil. Kommentar aus dem Chat übrigens zu den Typen hier. Camper. So, sie nicht, also, ja, genau. Ja, genau. Das verrät wohl die Kleidung, was? Ich mochte diesen religiösen Mumpitz mit Roben und so weiter noch nie. Aber im Ödland ist es langweilig, klar? Und ich brauche wohl nicht erwähnen, dass es in Brights Gruppe ein paar ultrascharfe Guletten gibt. Guletten? Oder vielleicht sollte ich das doch... Wie dem auch sei, ich half ihnen und sie versorgten mich mit Munition und angenehmer Gesellschaft. Was? Ich muss sie nicht töten. Wie kann ich helfen? Ha! Sie sind aber wirklich höflich. Wenn es nur um uns beide ginge, würde ich ihnen ja Folge leisten. Aber da ist noch etwas. Als diese Mutantenbastarde angriffen, war eine Freundin bei mir. Sie geriet in Panik und floh in die falsche Richtung. Tiefer in den Keller. Sie ist wohl tot, aber ich werde erst gehen, wenn ich Gewissheit habe. Ich hätte auch selbst gesucht, aber ich würde dort keine Minute überleben. Sie dagegen scheinen mir ziemlich robust. Finden Sie meine Freundin und ich mache den Weg frei. Okay, wie, ja genau, wie konntest du das? Bin nicht empfindlich. Red Kakerlakenfleisch als Proteinzufuhr, Kondenswasser von den Rohren. Und mein Geschäft verrichte ich in der anderen Ecke. Aber gemütlich ist es nicht unbedingt. Verstehe. Mal gucken. Danke. Lassen Sie mich wissen, was Sie herausfinden. Hoffentlich geht es ihr gut. Mhm. Gut, aber meine Unsichtbarkeit hat sich bald erledigt. Aber ich gucke hier nochmal. Warte, erst speichern, danach weiterrennen. Hier noch mehr Nachtvolk. Ah, das ist jetzt die Todeszone, ein paar Fallen hier. Ist ja lächerlich wenig. Ja, aber andere Richtung, tiefer in den Keller, hier fällt mir ja gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ja... Das bedeutet hier, dass ich da ganz schön tief rein muss in die Materie. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist übrigens noch eine Gegensprechanlage, sehe ich gerade. Ne, kann ich aber leider nicht benutzen, schade. Ich dachte, ich könnte vielleicht einen aktuellen Status... Oh, verdammt. Ich will mal C drücken zum Ducken, aber das klappt nicht so gut. Er sieht mich doch eh. Oh, schießt der jetzt auf mich? Er schießt wirklich auf mich. Also ich finde das anscheinend nicht so cool. Na gut, dann aktiviere ich mal kurz das Terminal und gucken wir mal hier. Warte mal, ich lese mal kurz die Mail, danach lade ich wieder, weil das, ich möchte nicht, dass das aggressiv von mich ist. Versandfehler. Sehr geehrter Versorgungsteil, als erstes möchte ich Ihnen einmal sagen, dass wir alle hier ganz begeistert sind von unserem Unternehmenszusammenschluss. Es ist prima Teil einer so tollen Firma wie Robco zu sein. Könnte es sein, dass wir irgendwann einen Knoten in der Versorgung haben? Gestern waren hier zwei Kisten ausgeliefert mit zwei Großgeräten, die sich Stealth Boys nennen. Darf ich fragen, was das für Dinger sind? Machen die einen tatsächlich unsichtbar? Das klingt ja verrückt. Was denkt sich Robco als nächstes aus? Lassen Sie mich bitte wissen, ob diese Lieferung durch einen Irrtum hier gelandet ist. Falls nicht, kein Problem. Ich wette, man kann eine Menge Spaß mit den Dingern haben. Vielen Dank, Bill Martin. Vielfalt am Arbeitsplatz. Alle Repcom-Mitarbeiter. Im Anbetracht der bestürzten gestrigen Vorfälle sind sämtliche Mitarbeiter gehalten, sich Repcoms Firmenrichtlinien zum Thema sexuelle Belästigung und Verhalten am Arbeitsplatz gründlichst durchzulesen. Des Weiteren ist nicht autorisierter Einsatz mit militärischer Ausrüstung gegen Mitarbeiter, auch wenn er im Mitarbeiterhandbuch nicht ausdrücklich erwähnt wird, ein Grund für eine fristlose Entlassung. Ach ja, ich weiß genau, was die da gemacht haben. Lieferungshalle, hallo Robco Versorgungsmitteilung. Was? Wir schicken Ihnen zwei Kisten mit der Anschrift Salesboss zurück. Dem Lieferschein nach enthält jede Kiste einen Gross 144 der Geräte. Aufgrund des Fehlverhaltens einiger Mitarbeiter, nicht meiner Wenigkeit, wurde eine Kiste geöffnet, das fehlen 5 Salesboss. Tut mir leid, mit freundlichen Grüßen. Ah ja, okay. Es wäre vielleicht doch gar nicht mal so unklug, hier hochzuschleichen. Also nochmal und dann halt noch einen zweiten Salesboss zu benutzen. Weil dann hätte ich den Ghoul von den, dann würden die nämlich abhauen, dann kann ich seine Freundin ganz leicht raushauen. Das müsste doch eigentlich so klappen, oder? Da muss ich mich auch ein bisschen beeilen hier. Erkannt? Aua, ich hätte vielleicht nicht... bin ich gerade... Ach, Mann. Ich Idiot, bin gerade durch zwei Fallen gelaufen. Ich habe die noch gesehen. Mann. Aber das Salesboy hält wirklich nicht mehr lange, die ich noch habe. Das Nachtvolk aus dem Keller loswerden. Das sollte ja damit klappen.
Aber ich schaff's auf keinen Fall hier rein und raus zu laufen mit dem Stealth Ball, wenn ich... Nee, ist halt nicht mehr lang genug. Warte mal, ich wende mal noch einen. Ich wende mal noch schnell einen an. Ist Mittel, Stealth Ball. So, das war wieder weg. Dann habe ich noch genug Zeit dafür. Und dann müssten die ja eigentlich abziehen, wenn ich das hab. Oder? Ich hoffe, das klappt so. Oh Mann, da fällt mir gerade ein.